Was ist der nächste Schritt? Wo geht's lang? Wo oder wie mache ich's richtig? Hallo, schöne Seele. Ein paar Gedanken zu diesem Thema, die ich in diesem Video gerne mit dir teilen möchte. Denn ich stehe selbst mal wieder vor einer sehr großen Entscheidung für mich, ganz persönlich. Und ich denke, damit bin ich nicht allein, dass das manchmal ein bisschen schwerfällt. Das Wichtigste in solchen Augenblicken ist, dass wir tief in uns hineinhorchen. Dass wir uns wirklich die Möglichkeit geben, die Impulse, die von unserer Seele, von unserem weisesten Teil zu uns kommen, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Und am leichtesten geht das für mich in der Natur. Deswegen geselle ich mich so gerne zu Bäumen und erinnere mich an meine tiefen Wurzeln. Und dann verbinde ich mich geistig auch mit diesen Wurzeln, mit denen des Baumes, mit meinen. Denn die Bäume, also der Wald, das weiß man heute, dass die untereinander unglaublich viel kommunizieren. Und da ist also sehr viel Wissen in dieser Erde. Also ganz physisch. Und mich damit zu verbinden, bedeutet für mich sinngemäß auch, mich mit meiner wirklichen Weisheit zu verbinden. Und daraus dann eben empfangen zu können, was jetzt die nächsten Schritte für mich sind. Das werde ich jetzt gleich tun. Und dir wünsche ich mal vorerst einen wunderschönen Tag. Und falls du Lust hast, mit mir und Saint-Germain gemeinsam zu diesem Thema zu meditieren, dann findest du heute Abend am 25.06. die Premiere von Adriano unterwegs, eben erkenne deine nächsten Schritte. Oder wenn du dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt siehst, findest du die Informationen auf meiner Webseite adrianameisser.com. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Vertrauen, verbinde dich mit deinen Wurzeln und dann öffne dich für deine Seele. Öffne dich für diese Weisheit und vertraue auf dich. Liebe Grüße von mir zu dir und alles Liebe.